abgeschaltet hast. Wir starten mit Yoga. Ja, einen wunderschönen Start in den Tag. Legen wir gleich los. Ihr braucht gar nicht nur eure Yogamatte und natürlich euch selbst. Wir starten auf der Matte. Deine Schultern einfach mal nach hinten rollen, tief sinken lassen. Bitte dabei der Oberkörper auf, Brust tragen, Wirbelsäule, mach deinen Oberkörper schön aufrecht. Führe die Atmung ein, bring deine Arme nach oben, wieder ausatmen, wieder schließen, voll am Körper zu. Einfach
einfach, was dir gut tut. Yoga ist kein schneller, wieder weiter, sondern ganz bewusst arbeiten mit dir und deinem Körper. Nochmal zur Seite wechseln, langziehen. Vielleicht kannst du ja schon alles ein bisschen weiter tun. Und zur anderen Seite wechseln. Wir wechseln in den Vierfüßlerstand. Handgelenke mit den Schulterblättern, Knie unter deinem Becken, Rücken gerade lassen. Und jetzt einatmen. Mit der Ausatmung machst du deine Rücken und lass deinen Kopf sinken. Oh, nimmst du einatmen. Locker lassen, sanft ins Hohlkreuz und zurück. Den Kopf in das Mittelmesser Kreis. Spür mal in die Wirbelsäule, in den Wirbelkörper. Und dann letztes Mal. Gut, komm mal da mit der Zunge zurück, auf und nach innen ziehen. Mit deinem rechten Arm nach vorne und dein linkes Bein ziehen. Und mach das viel lang. Fingerspitzen ziehen nach vorne, Fußspitze zurück. Dein Blick Richtung Boden, Hals und Säule. Zieh dein Bauchnabel nach hinten. Lass den Atem fließen. Gut, langsam lösen Sie dein Knie und dein Ellenbogen und den Bauch zusammen. Mach dich lang, mach dich lang, der Nacken. Den Atem ziehen. Good. Now I'm not going to fall.
in deinem Körper hinein.
automatisch einen Ausgang. Seite wieder ausatmen, tief. Mal
bewusste Einatmung, die Ausatmung tief und dein letztes Mal ganz tief ein- und ausatmen. Ich hoffe, euch hat es alles Spaß gemacht. Bedankt euch jetzt bei euch selbst, dass ihr euch die Zeit genommen habt für so einen wunderschönen Start in den Morgen. Du bist ganz wunderbar. Mach deinen Tag heute aus ganz vielen kleinen Dingen ganz, ganz groß. Ja, von meinem Herz zu deinem Herz. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag.